So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind mal wieder hier im Hagebaumarkt. Zack. Wir haben auch extra wieder das heute schon genagelte T-Shirt an und wir sind mal wieder beim Bistro Fresh and Tasty im Hagebaumarkt. Da habe ich nämlich eine Werbung gesehen. Da gab es ja letztens diesen Crunchy Chicken Burger und den Pulled Pork Chicken, was ja total schwachsinnig war, weil Pulled Pork ist ja Schwein und Pulled Chicken ist Chicken. Und das war natürlich nur ein Chicken, trotzdem hieß er Pulled Pork Chicken. Und ich war der Bekloppte, weil ich nicht wusste, was es ist. Jetzt haben sie es umgeändert, jetzt heißt es nur noch Pulled Pork, obwohl es ja eigentlich Chicken ist. Und Pulled auch noch falsch geschrieben, aber gut, irgendwann werden sie es noch hinkriegen. Dafür gibt es aber jetzt auch den Kebab Burger. Den haben wir im Internet gesehen auf der Facebook-Seite. Der sah auf jeden Fall richtig interessant aus. Den wollen wir heute mal testen, den Kebab Burger. Deswegen sind wir hier, suchen uns einen Platz und dann gucken wir mal, wie der schmeckt, wie der aussieht. So, das Essen ist jetzt also auch angekommen und die Bedienung weicht immer zwischen ultra aggressiv und freundlich. Das wechselt immer zu ab, aber gut, die sind hier sicherlich auch mächtig im Stress. Wir haben das Essen jetzt bekommen, Kebab-Teller und den Kebab-Burger. Was mir noch negativ aufgefallen ist, ich hatte vorhin eine Gabel liegen, die war so versüfft hier hinten, da hat noch ein halber Döner dran geklebt, habe ich dann umgetauscht. Also, das ist nicht so appetitlich. Jetzt aber das Essen da, sieht eigentlich wie immer gut aus. Angerichtet ist es eigentlich, also herrlich. Die letzten Burger, die wir hier hatten, haben auch richtig gut geschmeckt. Wir sind gespannt, wie das jetzt schmeckt. Wir zeigen euch das nochmal hier, der Kebab-Teller. So, so sieht also der Kebab-Teller aus, da mit oranger Soße, dann noch ein bisschen Rotkraut mit drauf, der Salat sieht gut aus, alles schön frisch, eine Pommes, da klauen wir uns mal eine, gehen mal hier in die Soße rein. Die Pommes sind auch schön salzig und knusprig, also Pommes kriegen die wirklich gut hin. Und das also jetzt der Kebab-Burger. Sieht im Prinzip aus wie ein Döner. Mit einem Burger hat das jetzt nicht so viel gemeinsam. Ist aber eigentlich schön, dass das im Fladenbrot serviert wird. Auf der anderen Seite, wenn das ein Döner ist, für 4,95 Euro ist es eigentlich schon wieder teuer. Da geht lieber mal in die Stadt und kauft euch einen richtigen Döner für 4 Euro, statt 5 Euro für den Kebab-Burger zu bezahlen. Jetzt versuchen wir mal kurz hier mal rein zu beißen. Das fällt auf jeden Fall schon alles auseinander. Das Fleisch ist kalt. Wir wagen einfach mal den Test. Beißen einmal komplett rein für den Geschmack. Schmeckt also eigentlich wie ein Döner in der Light-Version. Fehlt ein bisschen Schärfe, nehmen wir mal extra scharf. Na gut, ist ja auch nur ein Burger, ne? Aber für den Preis, glaube ich, reicht auch ein normaler Döner einfach. Ein normaler Döner für 4 Euro, für 3,50, je nachdem, wie es bei euch so ist. Kann man mal essen, aber an sich was Besonderes ist es jetzt eigentlich nicht. Schmeckt trotzdem gut, aber ein bisschen zu teuer, wie ich finde. War's eigentlich? Möchtet ihr den auch mal probieren? Dann kommen wir zum Hagebaumarkt, zum Bistro Fresh and Tasty. Genau, Fresh and Tasty Bistro beim Hagebaumarkt. Gönnt euch das mal. Hier gibt es natürlich auch Kebab-Teller, hier gibt es andere Burger, hier gibt es Currywurst, Pommes. Pommes kann ich empfehlen, sind eigentlich immer richtig gut. Und auch ein Bäcker daneben, wenn ihr einfach mal so kurz euch einen Kaffee reinziehen wollt oder irgendwas. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.